umweltfreundlich ist, oder Mislav von FP Nips Repair. Wie man sieht, habe ich auch einiges zu tun. Das kann man an den schönen bunten Fingern ablesen. Kurzes Update zum Waldmann, wo ich euch was zeigen möchte, nämlich auch um zu erfahren, ob mit dem Tintenleiter was nicht stimmt oder mit dem Tintenfluss, ob die vielleicht nichts an der Spitze nach vorne kommt, oder mit dem Konverter oder halt eben mit der Patrone. Gibt es einen Test, den man machen kann, und das ist nämlich einfach nur das Rückwärtsschreiben. Wieso? Der Fühler hier hat unglaubliche Aussetzer im normalen Vorwärtsschreiben. Da sieht man ein bisschen was, sogar wenn ich fester aufdrücke, kommt mal gar nichts. Und was man hier sehen kann, ich drücke auf und es schaut so aus, als gäbe es gar keine Tinte. Da gibt es sehr wohl, die fließt nur zurück, wenn ich den Füller aufsetze. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wieso kommt da einfach fast gar nichts raus? Eine Möglichkeit, da eine Antwort zu finden, ist das Rückwärtsschreiben. Denn wenn sie so schreibt, und tada, das tut sie problemlos, aber vorwärts nicht schreibt, kann man von einer Sache ausgehen, nämlich dass die Tinte fließt, dass der Konverter passt oder eben die Patrone, dass der Tintenfluss passt, der Tintenleiter passt, und dass es dann möglicherweise einfach etwas mit der Feder zu tun hat. Weil hier schreibt es ja, da erscheint die Feder genug Tinte durchzulassen, und so schreibt er jetzt mal kurz, aber dann wird er mal wieder nicht schreiben. Ja, lasst euch nicht täuschen, das wird wieder verschwinden. Definitiv passt mit der Feder was nicht. Ich würde es wahrscheinlich doch auf Baby Bottom tippen. Und ja, wie gesagt, ein kleiner Test, einfach um zu schauen, woran liegt es sehr wahrscheinlich. Und sie schreibt wieder nicht, wie gesagt. Ja, jetzt doch. Na, hat sie vielleicht doch jetzt Fahrt aufgenommen. Das ist der momentane Stand. Sollte sich doch was ändern, was ich eigentlich erwarte, dass es wieder schlechter schreiben wird, kriegt ihr ein Update. So, wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Hier ist wieder Missler von FP Nips Repair mit dem, vielleicht sieht man es am Zettel. Ein paar Mal habe ich hier Waldmann raufgeschrieben, hier auch ein, zweimal. Und sinngemäß handelt es sich um den Waldmann, von dem mir George von Big G's Tintenkiste zugeschickt hat. Sehr schöner Füller, schönes Design, gutes Gewicht, fühlt sich gut an. Und der Füller hatte ein ganz, ganz besonderes Problem, das ich bisher sehr selten gesehen habe und noch nie bei einem meiner, sagen, Kunden oder bei den Leistungen, die ich für andere Leute angeboten habe, habe ich das bisher noch nie gesehen. Und ja, ist irgendwo auch ein bisschen, ich sag mal, wirklich auch traurig, dass sowas vorkommt. Was genau war mit dem Füller hier? Er hatte starke Aussetzer, hat mal sehr nass geschrieben und sehr dick, was auch von George so gewünscht ist. Und dann aus dem Nix plötzlich schreibt er wieder gar nicht. Und zwar nicht irgendwie, dass es über zwei Buchstaben geht, sondern einfach mal über einige Worte, dass er einfach nicht schreibt. Ich habe zuerst gedacht, es handelt sich um das altbekannte Baby's Button, das ihr hier sehen könnt. Das ist nämlich, wenn die Schenkel so vorne abgerundet sind
und die Tinte nicht ganz bis zum Ende kommt, wäre das hier, also die untere Ansicht, ein Idealfall wäre, wo die Tinte bis ganz nach vorne fließt vom Federkorn. Das Problem war hier letztendlich ein anderes. Und das habe ich hier vorgezeichnet. Ich werde das mal ein bisschen abdecken, dass man das sieht, was momentan relevant ist. Okay. So. Das hier war nämlich das Problem. Hier, ich sage mal so eher extrem dargestellt, aber das dient einfach der Veranschaulichung. Das Problem war, dass die Feder selber schön eben ineinander ging oder halt parallel zueinander stand, wie man hier sehen kann. Aber das Problem fängt dann bei der Federspitze an, nämlich dass die komischerweise so anfing auseinander zu gehen. Was haben wir da für ein Problem? Was geschieht bei sowas? Das Problem ist, dass die Tinte eben diese Verengung braucht, um gut fließen zu können. Wenn der Schlitz breiter wird, fließt die Tinte nicht mehr durch. Das kann man genauso gut beobachten wenn man Wasser irgendwo laufen lässt. Es fließt so lange durch, wie lange das Rohr zum Beispiel gleich bleibt oder enger wird. Und wenn das dann mal breiter wird, fließt das Wasser nicht mehr durch. Oder falls das jemand kennt, dieses Spiel mit zwei Stäbchen, die man nebeneinander stellt. Und dann zum Beispiel eine Kugel durchrollen lässt, stehen die zwei Stäbchen so, rollt die Kugel runter, stellt man die Stäbchen aber so hin, rollt die Kugel wieder zurück. Und so ungefähr kann man sich's auch mit der Tinte vorstellen. Das war auch sehr gut sichtbar, dass die bei der ursprünglichen Form der Feder hier sehr schnell durchgeflossen ist. Ja. Und dann plötzlich hier mal kurz stehen bleibt, dann wieder ein bisschen weiter fließt. Irgendwann füllt es dann die Feder bis ungefähr hierher auf. Und teilweise ist sie dann eh auch zu Ende geflossen, teilweise aber auch da geblieben. Und der Grund, wieso sie überhaupt geschrieben hat, war einfach, dass man die Feder am Papier hielt und damit geschrieben hat, geschrieben hat, geschrieben hat, bis irgendwann die Tinte durchgezwungen wurde. Und wenn die Tinte dann mal hier vorne steht, da hat man halt hier überall die Tinte in der gesamten Spalte. Und dann gibt es ja auch einen Fluss, ja. Weil die Tinte ist einfach überall drinnen, es gibt keine Unterbrechung. Sie ist dann auch letztendlich ganz vorne und dann gibt es einen Fluss. Das Blöde ist aber, wenn man dann kurz absetzt und die Tinte wieder zurückfließt, also wieder von da vorne dann circa daherkommt, hat man wieder das gleiche Problem wie vorher, dass man viel rumschreiben und drücken und ziehen und was auch immer muss, damit die Tinte wieder bis ganz nach vorne kommt. Wie schaut die Spitze im Idealfall aus? Bitte bewertet nicht meine Zeichenkunst. Idealfall ist das hier, ist beides okay. Sieht man dann auch in Füllern beide Formen, dass die Schenkel oder eben das Federkorn vorne sogar ein bisschen zusammenführt. Wenn man jetzt die zwei Schenkel hier aneinander annähert, treffen sich die zwei Federspitzen
Wenn sich treffen, ist auch in Ordnung. Dann kann die Tinte auch gut fließen in den meisten Fällen. Und auf jeden Fall ist dann einfach gewährleistet, dass der Schlitz entweder gleich bleibt oder sogar ein bisschen enger wird und die Tinte letztendlich bis ganz nach vorne durchfließen kann. Zweiter Idealfall ist eine parallele Stellung der zwei Spitzen. Auch in dem Fall kann die Tinte dann bis ganz nach vorne durchfließen. Und man hat keine Aussetzer. So, ich habe bei dem Füller tatsächlich mit einer feinen Zange arbeiten müssen. Mit einer feinen Zange arbeiten müssen, um eben aus der Position hier das hier zu machen. Da habe ich einen Schenkel anheben müssen, so wie hier das Anheben. Das kann man jetzt schwer sehen. Anheben. Dann mit einer Zange tatsächlich von oben reingreifen. Und ganz leicht nach innen drehen, bis die Federspitzen dann eben parallel standen. So, und nun zu einer Schreibprobe. Mal schauen, ob man aussetzt. Waldmann. Einfach noch ein Waldmann. Zu beachten ist, ich übe so gut wie gar keinen Druck aus. Ich lasse die Feder schreiben. Ein Test, um nachzuprüfen, ob der Tintenfluss passt, ist ein Test für Baby Bottom und einfach ein Test dafür, ob die Tinte gut bis an die Spitze rankommt, ist Füller einfach nur in der Hand halten, kein Gewicht, kein Druck ausüben, einfach mit der Gewicht des Füllers ansetzen und streichen. Ja. Und wenn er schreibt, so wie es hier der Fall ist, dann haben wir ein gut funktionierendes Federkorn. Und er dann einfach nur komplett aussetzt, da muss man Sachen ändern. Hier sage ich es mal, hin und wieder setzt er aus. Es liegt aber daran, dass ich eigentlich wegen der Kamera schlecht den Winkel bestimmen kann und oft und möglicherweise hin und wieder in einen falschen Winkel aufsetze. Aber an sich schreibt er jetzt super. Und damit kann man sagen, Waldmann ist abgehakt. So. In dem Sinn wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Gesund bleiben, passt auf euch auf in diesen Zeiten. Und bis zum nächsten Mal, euer Mislav von FP Nips Repair. Danke.